Ja, jetzt bin ich echt ein bisschen, das sieht irgendwie so aus, als ob das in voll so ein Riesengebiet führen würde. Aber ganz ehrlich, ich muss ja sowieso hier nochmal zurückgehen irgendwann, ne? Weil wir ja da hinten diesen Schrein gesehen haben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass solche Schreine hier und da auch mal optional sind. Ich gehe mal davon aus, dass sie immer so ein bisschen den richtigen Hauptweg ausmachen. Aber das sieht irgendwie, habt ihr auch gerade diesen zerbrochenen Zaun da gesehen mit diesen Teilen, die da auf dem Boden lagen? Das war irgendwie schon relativ auffallend. Ja, geh weg. Ich drück dich hier weg, aber irgendwie dauert das hier. Bin gerade irgendwie total neugierig. Also die Kämpfe, die macht man hier halt irgendwie so im Vorbeigehen, ne? Weil sonderlich groß ist der Nutzen hier nicht, den wir daraus ziehen können. So, kann ich hier irgendwas noch absuchen? Nee. Okay, irgendwie habe ich ein bisschen Angst vor dem, was da vor uns liegt. Boah, ich finde, das sieht irgendwie verdammt richtig aus. Soll ich doch erstmal zurückgehen? Ah, aber das ist auch wieder meine Theorie, dass ich sowieso nochmal zum Schrein zurück muss. Deswegen, vielleicht sieht das auch nur so aus. Aber es sind schon wieder mehrere Wege, die abgehen. Ach, Mist, ey. Nein, guck mal da geradeaus, da waren wir schon mal. Da stand ich nämlich schon mal unten und habe den Vergleich gezogen zum anderen Wald. Ja, ich weiß, wo ich bin. Das heißt, zumindest in der Ecke habe ich jetzt nur noch einen Weg, der zur Verfügung steht. Oh, ich wollte eigentlich einen Schlag von hinten jetzt hier generieren. Ach so, nee. Von hinten. Ich wollte gerade sagen, weil ich habe da gerade nur Angriff gelesen. Was heißt denn Angriff vorn? Wir greifen doch sowieso immer von vorne oder von hinten an, oder? Wo greife ich denn bitte an, wenn da weder Angriff hinten noch Angriff vorn steht? Greife ich dann immer von der Seite an, oder was? Das habe ich irgendwie noch nicht so ganz begriffen, wenn ich ehrlich bin. Oh, mein Magen knurrt so laut, ey. Ich versuche das jetzt hier schon die ganze Zeit zu überquatschen, ey. Das ist echt so nervig. Da habe ich jetzt irgendwie schon wieder mich ein bisschen verkalkuliert, als ich hier mit der Aufnahme anfing, weil ich eben nicht wusste, dass wir jetzt erstmal hier durch diesen Wald müssen. Was jetzt natürlich geil wäre, wäre, wenn ich jetzt hier irgend so einen Weg hätte, der entweder in eine Sackgasse mündet oder der. Oh, das sieht aber sehr sackgassig aus, wie ich finde. Ja, das sieht sogar sehr gut aus. Oder uns jetzt wieder zurückführt in diese Ecke, wo wir beim Kreisverkehr gewesen sind. Aber ich glaube, und das ist sogar eine grüne Barriere, ne? Die müsste ich ja sogar öffnen können. Und wisst ihr was, Leute? Ich habe eigentlich von Anfang an mir ja vorgenommen, mir so eine kleine Liste darüber zu führen, wo ich schon irgendwelche Barrieren niedergerissen habe. Aber habe ich nie gemacht, ne? Wie ihr euch vielleicht schon irgendwie denken könnt. Ich werde, wenn ich mich irgendwann um diese Barrierenthemen kümmere, werde ich einfach für mich persönlich versuchen zu rekonstruieren, wo ich schon gewesen bin und was ich zu dem Zeitpunkt schon für eine Barriere hatte. Notfalls gucke ich da nochmal in das ein oder andere Video mit rein, aber ich denke mal, das kriege ich auch so hin. Ne, und so spannend ist das ja nicht und so tragisch ist das ja am Ende auch nicht. Oh, Steinschuhe. Ich glaube, das ist ein Zubehörteil, was wir noch nicht besitzen. Bin gerade so froh, dass ich diese Reihenfolge jetzt hier gewählt habe, die ich gewählt habe. Ach so, die haben durch ihre Halsringe, können die gar nicht irgendwas nehmen. Ach, deswegen war der Slot für Schuh hier auch frei. Ich verstehe, ich verstehe. So, Steinschuhe. Haben erdresistente Kräfte, schützen vor Versteinerung. Ja, ich überlege gerade, ob wir überhaupt jemals in diesem Spiel oder in diesem Let's Play mit Versteinerung schon zu tun hatten. Also ich persönlich kann mich da jetzt ehrlich gesagt nicht so dran erinnern. Wird aber auch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass ich da recht behalte. Aber gut, damit haben wir jetzt nur noch einen Weg. Da nach oben ging es ja nicht weiter. Das heißt, wir gehen jetzt ja einmal die Reihe rum und biegen dann einfach mal gnadenlos in den Osten ab und gucken mal, was der Osten des Waldes so zu bieten hat. Hier sind wir ja schon gewesen, ne, beim letzten Mal. Nein! Oh, ey, wie das einfach nur gerade total der minderbemittelte Reflex war. Den wollte ich eigentlich gar nicht angreifen, weil der uns einfach mal null bringt und hier einfach mal total sinnlos Zeit frisst. Aber ja, ich kann es halt nicht rückgängig machen. Es tut mir so leid. Ich wollte jetzt eigentlich sagen, ich schneide euch jetzt raus oder einen ganz kleinen Moment, aber ich wollte euch hier nicht den. Ah, guck mal. Warum hat denn der blaue Kacke? Was ist denn der bitte den ganzen Tag über, dass sein Kot blau ist? Das muss ich jetzt nicht verstehen, ne? So, wartet mal. Okay, jetzt bin ich wieder verwirrt. Da bin ich noch nicht gewesen.
Ach Mist, über diesen Weg. Über diesen Weg. Ach, das ist der Kreisverkehr. Bei diesem Weg kann ich nämlich doch beide Wege beschreiten. Ja, welchen nehmen wir denn da zuerst? Ey, hoffentlich vereinigen die sich wieder oder vereinen die sich wieder. Aber ne, guck mal, der hier biegt voll nach links ab. Ist das schwer? Ich glaube, ich tendiere eher zu dem hier, also dass hier vielleicht irgendwie eine Sackgasse kommen könnte. Ah, das sieht beides wieder schon so richtig aus, weil das schon wieder irgendwo voll ins Nirvana mündet und man gar nicht erkennen kann, was sich da verbirgt. Aber immer dran denken, Nigoya, du hattest da noch einen Schrein im Hintergrund. In einem von den beiden Wegen muss ja im Grunde genommen dieser Schlüssel in Anführungsstrichen sein. Und ich wette, im jeweils anderen haben wir dann irgendwie eine Sackgasse mit einer total saftigen Truhe. Und ja, gut, ich sollte mich da vielleicht nicht wieder so minder bemittelt aus dem Konzept bringen lassen. Ich warte nur darauf, dass mich gleich wieder irgendjemand erschreckt. Irgend so ein gruseliges Ding, was aus dem Boden geschossen kommt. Aber das war beim letzten Mal, kam das, glaube ich, wegen irgendeiner Truhe, ja, so wie hier. Wie die Kamera, ey, guck mal, das sieht sehr nach Sackgasse aus, oder? Eine riesige Fläche, jetzt kommt bestimmt irgendwas, ah, wieder so ein komischer... Habe ich den jetzt von hinten erwischt? Ich wollte mich gerade, so für den Bruchteil einer Sekunde, wollte ich mich schon wieder darüber ärgern, dass er da vorbeigeflogen ist, aber letzten Endes profitieren wir ja davon. Ich glaube, wenn ich hier... Wir haben jetzt noch so ein bisschen Magie zum Einsatz gebracht, hätte also irgend so eine magische Attacke mit Schuhs Schwert, hätte ich dem, glaube ich, hier aus dem Weg räumen können, noch bevor der einmal zum Angreifen kommt. Aber sind wir mal ehrlich, so mega viel Schaden teilt der nicht aus. Und jedes Fünkchen an Herausforderungen nehme ich jetzt hier gerne mit, sogar irgendwelche Handicaps. Also ich finde auch da gar nicht so schlimm, dass wir jetzt nicht unsere Schatten benutzen können. Also das stört mich jetzt nicht, weil mir die Angriffsmöglichkeiten fehlen. Das stört mich einfach nur, weil... Scherbe des heiligen Baums, okay. Das stört mich einfach nur deshalb, weil, weil mir die ganze Erfahrung für die Leute flöten geht, ne? Alter! Ey, ich finde das so gruselig. Ich habe damit gerechnet. Ja, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, das kam jetzt mega überraschend, aber... Ey, das finde ich irgendwie trotzdem total... Also das würde mich in meinen Albträumen noch verfolgen. Ich bin froh, dass ich jetzt hier nicht aufnehme, kurz vorm Schlafen gehen oder so. Sondern zu einer etwas humaneren Uhrzeit, aber trotzdem höheres Ausweichtempo. Ja, keine Ahnung, ob wir das brauchen. Eigentlich brauchen wir gar nichts. Am coolsten wäre jetzt im Grunde genommen, wenn wir irgend so ein TP-Auffüllungskram kriegen würden, damit ich da einfach die... Ja! Ey, wenn man vom Teufel spricht, hä? Warum haben die denn jetzt gerade keine TP bekommen? Verstehe ich nicht. Also ganz ehrlich, wenn da Heilung steht, dann gehe ich einfach davon aus, dass sie auch Heilung bekommen, ne? Aber ja, keine Ahnung, da stand irgendwas davon, dass TP sich schneller auffüllen. Aber wirklich profitiert haben wir davon jetzt gerade eben nicht. Aber gut, ich will mich jetzt nicht beschweren. So mega schwer wird das Spiel oder dieser Dungeon hier ja dadurch nicht. Dass diese komische... Ding gar nicht durchsuchen können. Ja, das ist bestimmt irgendwie voll die verpestete Wurzel. Ich kann immer noch nicht einordnen. Ey, das war ja mal richtig... Okay, du siehst Knochen offenbar von einem Menschen. Wahrscheinlich das Opfer eines Monsterangriffs. Oh, Backe, da habe ich immer gleich total das brutale Kopfkino. Also dieses Ding konnte man gerade voll einfach übersehen. Ich wollte gerade sagen, ey, wenn da irgendwas Wertvolles drin gewesen wäre, toll. Jetzt haben wir, glaube ich, voll den Überraschungsangriff gefressen. Ich weiß gar nicht, ob es nicht sogar ein Achievement dafür gab, dass man so und so viele Überraschungsangriffe über sich ergehen lassen muss. Ich glaube nämlich ja. Ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht so sicher, ob ich hoffe, dass du das in diesem lebendig verspeist. Okay, also langsam macht mir dieser Ort echt ein bisschen Angst. Ihh, diese Schmatzgeräusche dazu noch. Aber immerhin steht Schuh da unten noch, das ist ja schon mal was. Ey, guck mal, wie der voll rosa Farben seine Energie wiederherstellt. Aber ausgespien. Ey, sowas finde ich ja irgendwie total witzig. Ich finde sowas aber auch nur so lange witzig, solange die Gegner hier auch so einfach sind wie hier, ne? Also ich weiß zum Beispiel noch in Final Fantasy X war das, glaube ich, da gab es irgend so einen dicken Sandwurm, der auch die Leute verspeist hat. Und der hat auch noch immer total viel Schaden ausgeteilt und so. Also der war zumindest für meine Verhältnisse damals ein relativ schwieriger Gegner gewesen. Und an dem muss ich gerade denken, wenn ich so für mich versuche, mir vor Augen zu führen,
welche Gegner ich kenne, wo das wirklich ein bisschen übler ausfällt. Aber guck mal, ich habe mich schon wieder intuitiv für den richtigen Weg entschieden. Und meine Theorie, dass das eine wahrscheinlich zu dem Schlüssel führen wird und das andere in irgendeine Sackgasse uns hinlotsen wird, wo wir vielleicht irgendwie nochmal schöne Schätze mitnehmen können, ist damit irgendwie in greifbare Nähe gerückt. Es sei denn, wir sind jetzt hier wirklich richtig. Das Einzige, was natürlich noch sein kann, ist, dass wir hier auch so einen Schrein vielleicht das ein oder andere Mal haben werden, der auch manchmal in ein optionales Gebiet uns hingeleitet. Aber guck mal, da sehen wir unten rechts auf der Minimap. Ich hatte recht mit meiner Theorie, ey. Ich sollte echt hier voll der Orientierungsexperte werden oder so. Nein, das war natürlich nur ein schlechter Scherz. So, und dann mache ich die jetzt auch mal, wenn die Kämpfe wenigstens ein bisschen länger dauern würden, ja, dann würde ich euch sagen, oder anbieten, dass ich euch da mal rausschneide, aber, ja, ihr seht das ja selber, die gehen verhältnismäßig schnell vonstatten, auch wenn dieser Kampf uns hier gerade ganz gut auf Trab hält, das lag aber auch ein bisschen daran, dass die so ein bisschen mit vordere und hintere Reihe aufgestellt waren. Und sobald die ein bisschen zahlreicher werden, wird das immer schon ganz, ja, ganz interessant, weil wir dann nicht mit einem Schuhangriff in Form von Niedermähen das Ganze hier für uns entscheiden können. Und ich glaube, die fressen auch ein bisschen mehr Schaden dadurch, dass wir keine Klasse oder sowas auswählen können. Spiegelhalskette. Also bei allen, außer bei Schuh natürlich, ne, der seine Klasse jetzt momentan noch inne hat. Jetzt warte mal, ich will mal ganz kurz gucken, ob ich hier noch irgendwas durchsuchen kann, aber ich glaube, hier bin ich schon gewesen und ja, damit sind wir dann auch durch und ich kann mir die Spiegelhalskette angucken. Ey, das ist jedes Mal so ein geiles Gefühl, wenn man weiß, man hat alles abgesucht und die richtige Reihenfolge und alles gewählt. So, die Abwehr erhöht sich dadurch. Hat dunkelheitsabweisende Kräfte reflektiert. Zauber. Das ist ja mal interessant. Ach, guck mal, der hat auch die Diamantheitskette. Ach, die haben alle die Diamantheitskette. Ja, sorry, wieder so ein Anflug von Gen-Attacke. Ich bin heute aber gar nicht so unausgeschlafen. Ich weiß gar nicht, womit das jetzt wieder zusammenhängt. Also mit dem Spiel nicht, ja. Das soll jetzt hier nicht irgendwie Blue Dragon zu Lasten gehen. Ja, also ich bin davon irgendwie nicht so überzeugt. Also, obwohl, eigentlich ist das schon ganz geil. Mann, okay, warte mal, ich muss nochmal gucken. Eigentlich ist das ganz cool, wenn man überlegt, dass wirklich kein Gegner, der irgendwas dann auf diesen Charakter zaubert, irgendwie durchkommt. Und so tief sinkt die Abwehr ja letzten Endes nicht. Ich würde ja fast sagen, dass wir das jemandem geben sollten, der nicht so die große magische Abwehr hat. Wie zum Beispiel ihr. Ach, warte mal, ich kann jetzt im Grunde genommen, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, weil sie braucht ja sowieso Heilung, ne? Ich werde jetzt mal im nächsten Kampf gucken, auch wenn ich dann in einer Runde wahrscheinlich den Gegner heilen werde. Aber ich werde mal gucken, ob wenn ich da einen Heilversuch unternehme, ob das wirklich von ihr abprallt oder... Ey, komm, wie konnte ich denn das bitte übersehen? Alter Schwede, da übersehe ich wirklich ein kleines Detail und dann sind das auch noch voll die wertvollen 5 Medaillen. Das nehme ich jetzt hier gerade schon wieder fast persönlich, liebes Spiel, das war nicht nett. So, aber dafür kann das Spiel ja eigentlich nichts, ne, weil ich habe das ja letzten Endes vergeigt. Wo war denn? Ach, da war der, okay. Sehr schön, damit haben wir ein neues Kapitel abgeschlossen. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht in irgendeinen Minibosskampf oder sowas reinstolpern, weil ich ja erstmal hier mein komisches Klug-Spiegel-Halsketten-Band-Dingens Experiment durchführen möchte. Und mir da gerade so ein bisschen unsicher bin, ob das gut ist, das jetzt hier so mir nichts, dir nichts auf einem neuen Weg zu erproben. Aber wir sind jetzt einfach mal total mutig und machen das einfach. Was haben wir denn schon zu verlieren? Also ganz ehrlich, selbst wenn das mit der Heilung nicht gelingen sollte, Entschuldigung, dann ist das ja auch nicht so tragisch. Dann werden wir die Kämpfe wohl trotzdem irgendwie hinbekommen. So, hier, Kristallring haben wir gefunden. Und da haben wir ihn auch schon. Wow, ey, die sind echt so geil, diese ganzen Kristall-Items. Der totale Wahnsinn. Also Geschick würde runtergehen. Ah, da bin ich noch etwas unsicher. Hier würde ich ihm... Ach, guck mal, der hat auch den Spiegelring. Also beziehungsweise irgendwas...
Ach nee, kann Feinde der Träger physisch, die Träger physisch. Ach so, nee, das ist was anderes. Ja, wie hieß denn das andere? Ach, das andere war kein Spiegelring, sondern so eine Spiegelhalskette. Genau, okay, da sind die Effekte dann offensichtlich auch nochmal unterschiedlich. Den Effekt finde ich eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen. Hier brauche ich, glaube ich, nicht zu gucken. Ne, Wasserring klingt so schlecht. Ey, guckt euch mal diesen magischen Angriff an und wie stark der ansteigt. Ich glaube, dem gebe ich das jetzt. Einfach weil der Wasserring auch mal mega schlecht ist, ja, muss man an der Stelle auch mal sagen. Ich glaube, damit ist er jetzt ein bisschen besser bedient, auch wenn er noch keinen magischen Angriff hat. Aber wer weiß, inwiefern wir hier nochmal ein bisschen Klassenkreuzen praktizieren. Guck mal, unten rechts auf der Minimap, da kommen wir in ein neues Gebiet. Oh oh, da habe ich gerade ein bisschen Bammel vor, muss ich sagen. Huch, ich spüre einen kalten Zug. Wir müssen in der Nähe eines Ausgangs oder so etwas sein. Dieser Wald, Maro hat genug davon. Sollte ein Ausgang in der Nähe sein, dann los, lass ihn uns suchen. Ja, ich bin ehrlich gesagt auch nicht so traurig drüber, obwohl ich diesen Wald eigentlich ganz cool fand, so vom Aufbau her. Der war zwar ein bisschen verwirrend, ja, aber ich habe den ja ganz gut überblickt, will ich meinen. Ah, Riesenschneefelder und damit sind wir wieder auf der Weltkarte. Ich dachte, dass das jetzt vielleicht in irgendeinen anderen Ort mündet, aber dann werden wir jetzt hier wieder eine Weile... Oh, also das Schneegebiet habe ich ehrlich gesagt mal überhaupt gar nicht vermisst. Ich werde jetzt hier mal von Anfang an, bevor ich jetzt hier durch die Mitte laufe, da haben wir auch neue Gegner, wie ich sehe, werde ich jetzt erstmal die Ränder wieder ablaufen. Ich glaube aber, dass wir hier jetzt kein so großes Gebiet mehr vorfinden werden. Ey, ist das Gegnerdesign geil oder ist das geil? Spuken der Pelikan. Ey, da bin ich ja mal ja richtig begeistert. Die gefallen mir ausgesprochen gut. Ich wette, die haben schon wieder voll die üblen Zustandsveränderungen oder irgendwas wird an denen bestimmt total ätzend sein. Aber ich finde die rein optisch erstmal total geil, muss ich sagen. So, jetzt kommt nämlich der große Moment. Jetzt ist Giro an der Reihe. Ach, der kann doch gar nicht zaubern. Na gut, solange wir hier nicht befürchten müssen, dass irgendwelche Heilzauber abprallen, ist der Ring natürlich doppelt und dreifach sicher und auch gut, will ich mal meinen. Und ja, ich glaube, den lasse ich hier jetzt erstmal eine Weile. Ich darf eigentlich nur nicht vergessen, ey, die haben gerade richtig viel Erfahrung gegeben, ey, das müsste man sich eigentlich mal merken. Fauler Eisbär. Ich weiß nicht, ob wir den schon mal hatten, deswegen nehme ich den jetzt hier nochmal mit. Ich glaube, die hatten wir aber so noch nicht. Wir hatten schon viele von diesen Bären, aber keine, die so hießen, glaube ich zumindest. Oh, guck mal, hier schafft es Schuh nicht, mit einmal Niedermähen den aus dem Weg zu räumen. Das könnte hier ein bisschen heikel werden. Also vor allen Dingen, wenn die jetzt hier richtig viel... Alter. Ach du Scheiße. Okay. Ich hoffe, ich bete, ich flehe dich an, Schuh, bitte niete sie um. Ach du Schreck. Okay. Heiliger Bimbam. Okay, das ist gerade gar nicht witzig. Heilen. Nee, warte mal, ich muss eigentlich... Wo finde ich denn hier Wiederbelebungszeug? War das hier? Flügel des Phönix. Belebt jemanden nach einem K.O. mit allen MP? Na gut, das brauche ich ja jetzt hier nicht. Ja, das könnte hier noch relativ heikel werden, wie mir scheint. Vor allen Dingen, aber ich glaube, Klug überlebt jetzt hier eine Attacke, ne? Okay, na jetzt nimmt das hier mal langsam wenigstens ein bisschen Fahrt an. Also da bin ich nicht traurig drüber, dass die jetzt hier ein bisschen besser austeilen. Wäre aber mal gut, wenn die mal draufgehen würden, ne? Also so sonderlich viel geht jetzt hier auch nicht mehr. Also okay, ich muss mir auf jeden Fall merken... Ah, obwohl ich bin mir nicht sicher, ob das sinnvoller ist, immer auf einen zu gehen, wenn wir den hier nochmal bekämpfen sollten, was ich jetzt erstmal nicht angehen werde, ja. Aber den kann man auch ganz gut leveln, ne? Also wenn man sich überlegt, die haben gerade über 400 gegeben und das sind nur zwei von diesen Gegnern gewesen. Kardinalsauge kennen wir schon, brauche ich nicht unbedingt nochmal. Wenn wir dann überlegen, dass wir... Ich weiß nicht, ob wir den schon mal hatten. Ich habe vergessen zu heilen. Ja, wenn wir dann überlegen, dass wir irgendwann die Zauberkräfte wieder zurückbekommen und da dann das wahrscheinlich auch schneller über die Runden bekommen werden, dann ist das auch gar nicht mehr so schwer am Ende, ne? Also das ist auf jeden Fall ein ganz guter Ort, den man sich merken kann oder den ich mir merken sollte.
wenn ich denn irgendwann mal wieder das Bedürfnis habe, auf regulärem Wege zu leveln. Wobei es gab in dieser Schneelandschaft, wo wir auch dieses komische rumkreisende Schloss damals gesehen haben, da gab es ja diese ganzen kleinen Mini-Roboter. Ne? Man kann mit irgendeiner komischen Feldattacke, Feldbarriere oder so heißt das, kann man auch die ganze Zeit, ohne dass man quasi in diesen Kampfbildschirm wechselt, die Gegner an einem abprallen lassen. Ich habe da gesehen, dass da gerade ein Item runtergefallen ist, aber ich wollte jetzt nicht zurücklaufen. Das war in der Vergangenheit ja bisher immer nicht so, nicht so gut, was die Gegner für uns dagelassen haben. Deswegen werde ich dem jetzt auch nicht hinterherrennen. So, das muss erstmal reichen. Ey, wir haben so viel Medikamentenkram. Ey, ich brauche echt überhaupt gar nichts zu befürchten, was jetzt erstmal so die ganzen Heile-Items anbelangt. Ich laufe jetzt ganz bewusst hier erstmal die Ränder ab und gucke gar nicht nach rechts, weil ich sowieso auch den rechten Weg irgendwann nochmal zurücklatschen werde. Und dann einfach mal einmal durch die Mitte laufen werde. Ich frage mich jetzt an dieser Stelle einfach, ob wir hier irgendwann den Kreis schließen werden. Also ob ich irgendwann mal in die Ecken vordringen werde, wo wir schon mal gewesen sind. Weil wir haben ja echt schon sehr, sehr viel Zeit hier in diesen Schneefeldern verbracht. Und wir haben auch viele Truhen teilweise aus der Ferne gesehen. Wer oder was bist du? Blauer Skorpion. Okay, also hier muss ich ein bisschen auf der Hut sein, weil wir wissen ja nicht, ja guck mal, das ist noch ein anderer neuer Gegner, glaube ich, weil wir wissen ja noch nicht, was uns hier konkret erwartet. Gletscherschildkröte. Bei der bin ich mir nicht sicher, ob wir die schon mal, ey, guck mal, da hat gerade voll die Versteinerung gewirkt. Ey, wie geil war das denn? Ich glaube, hier könnten wir jetzt ein Problem bekommen, ne? Aber wisst ihr was, ich habe gerade eine Idee. Das hätte mir... Okay... ich bin gerade kurz davor zu flüchten. Das schockiert mich gerade zutiefst. Ey, was war das denn? Ich bin gerade richtig schockiert. Ich bin gerade echt total perplex. So, wartet mal. Ich glaube dann, ich würde aber gerne einen von denen jetzt hier besiegen. Ah, ich glaube, das ist voll lebensmüde, ne? Wie viel? Ey, Alter, das ist doch nicht normal. Okay, warte mal, ich werde das hier aber durchziehen. Ich werde das jetzt hier... Ja, ich werde das durchziehen. Habe ich noch irgendwas, was vielleicht noch mehr heilen könnte? Ich glaube irgendwie nicht. Oh, Backe. Okay, also jetzt habe ich echt ein bisschen Respekt. Warum macht denn der so viel Schaden? Ey, das ist doch mal... Ist doch nicht normal hier. Okay, warte mal. Also wenn ich jetzt merke, dass das hier echt zu eng wird, weil Schuh hat das ja sehr, sehr gut weggesteckt, dann werde ich hier auch den Rückzug antreten. Aber ich werde jetzt erstmal nochmal probieren, ob ich das jetzt hier ja, mit den Lichtkristallen irgendwie hinkriege. Weil ich wollte gerade sagen, der wird das hier ja wohl nicht in jeder Runde zum Einsatz bringen. Aber Wasser 2 finde ich gerade ehrlich gesagt auch nicht so geil, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, das ist ja harmlos im Vergleich zu dieser anderen... Ey, wie in welchen kurzen Zeitabständen greift er denn bitte an? Boah, ey, Leute, das ist mal richtig übertrieben. Und warum kommt Schuh nicht mehr an die Reihe? Okay, ich glaube, ich werde flüchten, Leute. Das ist mir gerade echt ein bisschen zu heikel. Ich hoffe, dass das jetzt auch gelingt. Ja, Gott sei Dank. Wow, ey, Alter, was sind das hier bitte für Gegner? Also, wir brauchen dringend unsere Heilkräfte wieder zurück. Da führt gerade echt kein Weg dran vorbei. Ich werde jetzt mal nicht diese großen Lichtkristalle nehmen. Die sind mir jetzt irgendwie zu wertvoll. Von denen haben wir auch nicht so sonderlich viel. Dafür kann ich mit diesen Dingern hier ein bisschen inflationärer umgehen. Auch weil wir das Ultramedikament nochmal in 30-facher Ausführung haben. Okay, also jetzt habe ich auf jeden Fall allerhöchsten Respekt vor den Gegnern. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Vor allen Dingen hatte ich auch vor nicht allzu langer Zeit noch angemerkt, dass... Ey, vor allen Dingen vor diesen Viechern, dass das ja hier relativ einfach alles ist und wir hier irgendwie keine Herausforderungen mehr haben und hast du nicht gesehen. Also ich glaube, okay, das ist echt ganz schön weitläufig. Oh, Backe, Leute. Ich dachte, ich bin da gerade fast voll reingelatscht. Habt ihr das gesehen? Ich glaube, dass ich da irgendwie eine nicht ganz so richtige Aussage getätigt habe, als ich irgendwas davon erzählt habe, dass wir jetzt hier ein überschaubareres Gebiet antreffen werden oder finden werden. Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass diese komischen Skorpionviecher vielleicht auch die ein oder andere Truhe bewachen könnten.
die ich gerne noch inspizieren möchte. Wow, 7 Medaillen, sehr schön. Also ich bin echt gespannt, wie weit wir hier kommen. Wir haben ja auch keinen Hinweis, ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwie Ausschau halten soll nach irgendeiner Stadt oder ob ich irgendwie, keine Ahnung, in ein neues Waldstück jetzt vordringen soll oder so. Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber eigentlich mag ich ja solche Erkundungstouren, aber die wäre halt irgendwie noch viel, viel geiler, wenn wir eben ganz normal kämpfen könnten, ne? Und die Situation, ja, keine Ahnung, wann sich die wieder einstellen wird, wenn sie sich überhaupt einstellen wird. Ey, dieser Skorpion, der da gerade hinter mir aufgetaucht ist, der war gerade denkbar ungünstig platziert. Habt ihr das gesehen? Also, wenn der uns irgendwann mal den Weg versperrt und uns nicht mehr zurücklässt, dann... Okay, der hat sich aber wieder verkrümelt. Ey, nicht, dass er jetzt jedes Mal da rausplumpst oder rausgeschossen kommt aus dem Schnee, wenn ich da vorbei möchte. Ne. Okay, da hatten wir Glück. Also, ich glaube, der ist nicht unschaffbar, ja. Aber wenn ich mal angucke, wie begrenzt das auch mit der Heilung ist. Und der hat das irgendwie mit seinen Angriffen auch immer wieder geschafft, Shu immer weiter nach hinten zu drängen, ne. Das war ja auch so eine Schwierigkeit, die mit diesem Ding noch einherging. Ey, aber ist das ein Riesengebiet oder ist das ein Riesengebiet? Da unten ist noch eine Truhe, die ich nicht abgesucht habe. Aber gut, die müsste ich ja eigentlich, wenn ich dann die Ränder hier weiter ablaufe und dann wieder an dem Waldstück ankomme, dann müsste ich ja eigentlich auch wieder an dieser Truhe irgendwann mal vorbeilaufen. Die Frage ist nur, wann ist es soweit? Also ich bin echt dankbar für jede Sackgasse, die ich jetzt hier irgendwie mitnehmen kann. Aber ich wette, es wird hier irgendeine Verbindung geben. Ich wette vielleicht... Oh, vor diesen Dingern habe ich so eine Heidenangst, ey. Ich wette, irgendwann werden wir hier wahrscheinlich wieder so ein Ding umstoßen können. Warte mal, irgendwie habe ich jetzt hier schon wieder voll die Orientierungsprobleme. Bin ich hier schon mal gewesen? Ich weiß nicht, ob ich hier schon mal hochgelatscht bin, aber ich glaube ja, oder? Ich glaube, da links hinten müsste dann nämlich die Truhe sein. Ey, mir fehlt so diese Minimap hier. Keine Sorge, ich weiß auch wieder, wie ich zurückkomme. Ja, die ist geöffnet, alles klar. Dann weiß ich, wo ich bin. Ja, eine Minimap wäre hier echt geil. Also muss ich einfach mal so sagen, wenn ich hier einen Wunsch hätte. Obwohl, wir haben ja, eigentlich haben wir ja so eine Karte, ne? An der ich mich so ein bisschen orientieren könnte. Was sind denn diese... Ach, diese blinkenden Punkte sind Sprunggeräte. Ach, na gut. Ich glaube, bevor ich jetzt versuche, diese Karte irgendwie zu begreifen oder mir da irgendeinen Plan auszumalen, kann ich auch meine, ich laufe jetzt hier mal die Wand entlang, Methode hier weiter praktizieren. Weil irgendwann muss ja eine Sackgasse kommen, ne? Es ist ja kein Open-World-Spiel. Wir sind ja nicht bei Skyrim oder sowas. Das wäre ja fatal mit dieser Methode dann. Da kann man, glaube ich, auch gar nicht irgendwie jeden noch so kleinen Winkel absuchen. Ich habe halt nur Angst, dass ich hier irgendwann so einen Gebietswechsel durchlebe und dann nicht mehr weiß, wo ich weiter soll und ob ich da weiter... Guck mal, da ist irgendwas. Ich glaube, ich weiß sogar, was das ist, Leute. Da gehe ich jetzt erstmal nicht hin. Das lässt aber gerade Hoffnung in mir aufkeimen, dass wir jetzt hier ansonsten auch keinen anderen Weg mehr finden. Ey, wie diese ganzen riesigen Gegner sich ja alle so aus dem Boden wuchten, ja. Ey, vergraben die sich alle unterm Schnee oder was? Wahrscheinlich schon, ne? Genauso wie sich die ganzen Wüstengegner auch alle unterm Sand verkrümeln. Ja, das sah so ein bisschen nach Stadt aus, ne? Also das, was wir da hinter diesem Tor erblickt haben. Und ich glaube, so weit ist dieser Weg gar nicht mehr. Also bis wir jetzt wieder am Wald zurück angelangt sind, weil wir hatten da eine so eine komische Abbiegung, die da so ein bisschen weiter nach oben geführt hat. Allerdings haben wir jetzt hier auch nochmal so einen etwas abgeschotteten Bereich, wie mir scheint. Aber auch der... Ist das ein neuer Ort? Nee. Ich dachte gerade, guck mal, das hier ist voll die Jackpot-Sackgasse. Hier gibt es schon wieder Ton en masse. Ich hätte, hier gibt es auch voll die starken Gegner. Aber immerhin fliegen oder kraucheln hier nicht irgendwelche mega starken Gegner rum, wie man das aus manchem anderen Spiel kennt. Ja, wenn ich zum Beispiel an so Dragon Quest Monster Joker oder sowas denke, das kennen wahrscheinlich auch nicht so viele von euch, aber
Da hat man ja auch die Situation, dass immer irgendwelche total mächtigen Gegner draußen auf der Weltkarte rumlungern und man irgendwie Gefahr läuft, jederzeit mit denen in Berührung zu kommen, während man sich hier so ein bisschen umschaut auf der Welt. Ähnlich wie in Final Fantasy VII auch, ne? Das passt ja auch als Beispiel. Das spiele ich ja auch momentan als Let's Play und da haben wir diese Situation auch. Also dahingehend muss man dann schon sagen, ist Blue Dragon verhältnismäßig human. Auch wenn ich die Begegnung mit diesem letzten Skorpion-Gegner hier schon sehr grenzwertig fand. Also das ist, glaube ich, für diesen Zeitpunkt so noch gar nicht vorgesehen. Guck mal, und noch eine geheime Truhe entdeckt. Jetzt werden wir gleich voll die Schwierigkeiten haben, an den Gegnern wieder zurückzukommen. Lupenreiner Amethyst. Ja, das wäre nämlich mein Plan B gewesen. Also sollte ich hier nochmal irgendeinen schwierigen Kampf absolvieren müssen und unsere Leute richten kaum Schaden an, was sie ja sowieso nicht tun, also gerade die sonst immer nur zaubern, kann ich ja mal mit diesen ganzen Steinen arbeiten, ne? Weil ich habe so viele davon. Ich habe, glaube ich, kein einziges Mal in dem Spiel einen davon verwendet, oder? Ich weiß gar nicht, haben wir überhaupt jemals gesehen, wie so ein Stein aussieht? Ich glaube irgendwie noch nicht, aber ich habe irgendwie das blöde Gefühl, als ob das bald zum Einsatz kommen könnte, wenn wir jetzt nicht in nächster Zeit hier irgendwie mal wieder so ein so ein Zauber-Chaka-Angriff oder so eine Aktion durchleben werden, wo die Leute dann wieder an ihre Magie rankommen. Ja, ich glaube, jetzt bewegen wir uns nämlich schon wieder zurück in Richtung Wald, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe von oben ja gesehen, dass wir hier unten noch irgendwo eine Truhe haben müssen. Die sehe ich da, glaube ich, links auch schon. Ach, guck mal, sogar zwei. Na, das ist ja ein Luxus, auch wenn die Inhalte meistens nicht so der große Luxus sind. Oh, oh, oh. Das war knapp. Ich bin gerade voll von der falschen Seite da rangetreten. Wenn mich dann auch noch dieser blöde Skorpion erwischt hätte, der, muss ich ja leider zugeben, relativ geil aussieht, dann wäre das, glaube ich, nicht so wirklich gut ausgegangen. Wir haben ja auch richtig, richtig Glück, dass diese Skorpione nicht direkt vor so einer Truhe immer auftauchen. Ne? Das wäre nochmal weitaus kniffliger dann gewesen, daran zu kommen. Ich glaube, das wäre der einzige Grund, warum ich es jetzt mit so einem Skorpion aufnehmen würde, wenn der eben so eine Truhe bewacht. Und ich glaube, das war die ich da aus der Entfernung gesehen habe, wo ich mir so dachte, hä, warum habe ich die nicht mitgenommen, weil die relativ mittig platziert ist. Aber, tja, was bringen uns denn die Truhen, wenn der Inhalt total bekloppt ist, ja? Also vielleicht werde ich irgendwann mal von diesen ganzen Items abhängig sein, aber ich glaube, das passt nicht. Und noch eine Truhe, noch eine Truhe, meine Güte, ey, das hört ja hier gar nicht auf. Wer hat denn hier seine ganzen Truhen fallen lassen? Wow, 13 Medaillen, ey. Ich pack mich weg, ey. Wie viel geil ist das denn? 13? Ah ne, 13 ist gar nicht der Preis für die jetzigen Herzen, die wir noch bei Toripo kaufen können. Das waren ja jetzt, glaube ich, 16, die wir benötigen, ne? Für einen weiteren Einkauf bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, dieses Alleskönner-Herz, das kostet jetzt nur 14, in Anführungsstrichen. Das habe ich mir beim letzten Einkauf dann am Ende nicht mehr leisten können. So, hier wird der Boden schon wieder so ein bisschen sandig und schmutzig und ekelig. Und das heißt, wir können dann einmal quer durch die Mitte gucken, ob wir da vielleicht noch was ausgelassen haben. Also keine Sorge, ich laufe jetzt wirklich nur noch den Hauptweg entlang. Zudem, ja, kann ich glücklicherweise sagen, zu dem einzigen Ort, den wir hier bisher entdeckt haben. Also ich frage mich echt, was sich die Entwickler dabei gedacht haben, hier solche schwierigen Gegner zu platzieren, weil ich fühle mich schon relativ gut gelevelt zu diesem Zeitpunkt, ja. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass sie möchten, dass man das erst, nachdem man seine Zauberkräfte wieder erlangt hat, macht. Aber man muss halt bedenken, ne? Überleg mal, wir sind zuletzt vom Gierdorf aus aufgebrochen und haben seitdem auch gar nicht mehr gespeichert, weil in diesem Wald gab es keine einzige Speichermöglichkeit und ja, dann wäre man hier einfach mal eiskalt verreckt und hätte dann den ganzen Wald nochmal machen können, ne? Das sind nicht so die ganz rosigen Aussichten, wenn ich ehrlich bin. Deswegen habe ich mich da auch ja, erstmal für die Flucht entschieden. Aber bei unserem Kampf, den wir da zum ersten Mal initiiert haben, da war natürlich auch ziemlich ärgerlich, muss man an der Stelle auch sagen, dass da noch so andere Gegner mit drin waren. Ne? Also ich glaube, so ein Skorpion ganz alleine wäre jetzt eher machbar als in dieser komischen Konstellation, weil uns diese blöden Schildkröten, die da noch mitmischen wollten, die haben uns ja auch immer wieder nach hinten geworfen, ne? Also deswegen kam Shuda auch so selten zum Zuge. Aber wir gucken uns erstmal hier um.
Ja, und bekomme direkt auch eine Speichermöglichkeit im Dorf Noluta. Also ich muss sagen, auch wenn das ja auf den ersten Blick relativ trist und ungemütlich aussieht, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass wir es in Deutschland ja jetzt momentan auch ziemlich eisig haben, ich finde das trotzdem wunderschön. Ich stehe ja total auf solche Eisgebiete und so. Aber wir werden uns dieses Dorf in diesem Part nicht mehr angucken, wie ihr euch vielleicht schon denken konntet, sondern uns das dann in der nächsten Folge angucken und ja, mal schauen, was dieses Dorf für uns bereithält. Ich danke euch fürs Einschalten, liebe Leute, und hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut, bis dann. Ciao.